Macht total Laune. Muldentaler Umweltklasse 2018. Unter diesem Motto läuft derzeit ein Schülerwettbewerb an Grundschulen im Landkreis. Eine Gemeinschaftsinitiative von Regionalbus Leipzig und dem MDV unter der Schirmherrschaft von Landrat Henrik Reichen. Die Schüler der dritten Klasse an der Naunhofer Grundschule und alle weiteren teilnehmenden Klassen erhielten Hefte mit Informationen zu den Umweltaspekten hinsichtlich der Nutzung von Bus und Bahn. Darin enthalten sind einige Informationen zu Ausflugszielen im Muldental kindgerecht aufgearbeitet. Mit der Aktion wollen wir einfach unsere Busverbindung bekannter machen. Setzen da natürlich bei den Kindern an, weil die zum Teil ja auch Fahrkinder sind, weil sie zum Teil aber auch mit Klassenfahrten und ja jetzt durch auch neue Busangebote am Wochenende und auch in den Ferien mobil sein können. Da haben wir einfach so einen Klebezettel, Punkte sammeln und Vorteile sammeln ist ja an vielen Stellen gerade Mode, haben so ein kleines Heft entwickelt, wo man dann in das Heft die Fahrscheine einkleben kann und kann dann sich in dem Wettbewerb auch mit anderen Schulklassen im Landkreis ein gutes Duell liefern. Der Wettbewerb soll die Kinder und deren Familien ermuntern, mehr gemeinsam zu unternehmen und dazu am besten auch gleich das Auto stehen zu lassen. Denn die touristischen Ziele im Landkreis sind mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Und zu jedem Ziel haben wir auch eine ÖPNV-Verbindung aufgeschrieben, wie man dieses Ziel erreichen kann. Und so soll einmal die Nutzung des ÖPNV verbunden werden mit dem Kennenlernen dieser interessanten Ziele und mit dem Kennenlernen unserer Heimatregion. Kindermund tut Wahrheit kund, lautet ein Volksmund. Ein kleines Feedback haben sich die Bürgermeister von Naunhof, Volker Zocher und Arno Jesse aus Brandis gleich eingeholt. Die Geschäftsführer vom Regionalbus Leipzig, Andreas Kultscher und Steffen Lehmann vom MDV sowie Landrat Henrik Reichen taten es ihnen gleich und klebten mit den Kindern die Fahrkarten ins Sammelheft. Das Feedback war sehr gut. Wir haben hier einige Busnutzer unter den Kindern dabei. Einige sind auch schon gefahren, haben schon das ein oder andere Ziel mit ihren Eltern besucht. Und das ist ja auch genau der Ansatzpunkt dieser Aktion. Wir möchten gern, dass die Kinder gemeinsam Zeit verbringen mit Eltern und Verwandten. Im Hintergrund der Aktion steht das Pilotprojekt Muldental in Fahrt. Dieses bringt für Naunhofs Bürgermeister Volker Zocher viele Vorteile. Gemeinsam mit anderen Städten setzt er sich für eine S-Bahn-Verbindung im Muldental ein. In Naunhof zum Beispiel soll eine Rendezvous-Haltestelle am Bahnhof entstehen. Das Zweite ist gewesen, da haben wir auch vieles erreicht, dass die Haltestellen Entfernungen kürzer werden. Das heißt, auch für ältere Leute, die das gerne wollten, ja, ist das jetzt eine bessere Sache. Es gibt allerdings auch noch ein paar Wermutstropfen. Wir haben viele Nachfragen aus der Klingerer Straße. Dort ist nun leider eine Haltestelle, die nicht mehr bedient wird. Und da müssen wir dann wirklich mit dem Verkehrswesen noch mal reden, um das hinzukriegen. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und diese soll sich im Wettbewerb fortsetzen. Bis zum 21. Juni können die Kinder nun Ausflüge planen, Fahrkarten sammeln und diese in das Sammelheft einkleben. Gewonnen hat die Klasse mit den meisten Fahrscheinen. Uns als Landkreis ist es darüber hinaus wichtig, nicht nur den ÖPNV attraktiver zu machen, sondern die Menschen im Kreis auch darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten gut und attraktiv zu erreichen sind. Ein großer Umweltaspekt steht da immer dahinter. Mit einem Bus können 45 Personen bewegt werden. Das ist so die Zahl, die wir auch hier ein Stück weit für die Kinder aufbereitet haben. Wären über 30 PKWs notwendig, 30 mal mehr Abgase, 30 mal mehr Lärm auch in unseren Städten, in den Ortslagen. Und das ist, denke ich, auch ein nicht unterschätzender Aspekt. Am 27. Juni stehen die Gewinner fest, die sich über Geld oder Sachpreise für die Klasse oder die Klassenkasse freuen dürfen.